Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Fahrzeugfunktion einfach erklärt. Im heutigen Video möchte ich euch einmal das digitale Kombi-Instrument vorstellen, wie es aufgebaut ist und wie ihr es für euch individualisieren und einstellen könnt. Grundsätzlich ist das Kombi-Instrument so aufgebaut, dass ihr ganz links das Thema Kühlwassertemperatur seht, ganz rechts den aktuellen Tankfüllstand und in der Mitte das Display zeigt diverse Informationen an. Es gibt verschiedene Ansichten, die sich in dem Display durchschalten lassen. Fangen wir mal mit dieser an, wo die Rundinstrumente zu sehen sind. Auf der linken Seite findet ihr den Drehzahlmesser, ganz klassisch mit dem Zeigerinstrument und rechts davon die Geschwindigkeitsanzeige. In der Mitte findet ihr aktuell Informationen zum Radiosender und oben die Temperatur sowie die aktuelle Uhrzeit. Links daneben das erkannte Verkehrszeichen. Und nochmal links daneben, wo das kleine O dran steht, die Himmelsrichtung, auf die wir gerade ausgerichtet sind. Unten links findet ihr die gefahrenen Trip-Kilometerstand, also die gefahrenen Kilometer, nicht die Gesamtkilometer. Dann unten in der Mitte eine kleine Anzeige für Fahrerassistenzsysteme und rechts davon, wenn ihr es denn habt, für zum Beispiel ACC, die Geschwindigkeit, die ihr eingewählt habt. Nun kann ich mir das Kombi-Instrument auf diverse Art und Weise konfigurieren. Fangen wir mal in der Mitte an. Für die Konfiguration des Kombi-Instruments benutzt ihr die rechte Bedieninsel des Lenkrads. Ich blende euch hier mal ein Foto ein. Ihr habt nun die Möglichkeit, wenn ihr diese Tasten links und rechts, die sind mit so einem kleinen Pfeil gekennzeichnet, nutzt, dass ihr die Inhalte in der Mitte des Kombi-Instruments durchschalten könnt. Momentan ist Radio zu sehen. Wenn ich einmal nach rechts gehe, kommt zum Beispiel Telefon, danach Fahrzeugstatus, Informationen zu den Fahrdaten, eine Ansicht für die Assistenzsysteme, die Navigationskarte und dann lande ich wieder bei Audio. Ich kann mir dort schon mal den Inhalt reinlegen, der mich am meisten interessiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal zu den Fahrdaten gehen, dann sehen wir dort wieder die Angabe der gefahrenen Kilometer. So, jetzt ist es so, ich habe meinen Kontext ausgewählt, dann kann ich über die Hoch-Runter-Taste auf der rechten Seite des Lenkrads mir weitere Informationen dort aufschalten. Hier bei den Fahrdaten zum Beispiel so etwas wie den aktuellen Verbrauch, die Reichweite, die Komfortverbraucher, die gefahrene Geschwindigkeit, die erkannten Verkehrszeichen, also diverse Themen. Ihr müsst euch mal aussuchen, welche für euch da am relevantesten sind. Mich interessiert immer sowas wie zum Beispiel der Verbrauch. Ja, das schalte ich mir jetzt mal rein. Und wenn ihr dann auf OK klickt, dann habt ihr den Verbrauch dort eingeschaltet. Nun ist es so, dass dort ja auch zum Beispiel sowas wie Media aufrufbar war, hatten wir gerade, Deutschlandfunk. Auch hier habe ich eine Logik über die Hoch-Runter-Tasten. Wenn ich jetzt nämlich nach unten gehe, dann kann ich mir aus einer Senderliste den Sender raussuchen, den ich gerne gespielt bekommen haben möchte. Zum Beispiel hier Energy. Gehe ich dort rein mit den Hoch-Runter-Tasten, drücke wieder auf OK und dann ist Energy ausgewählt. Ihr seht also, für jeden Kontext kann ich da unterschiedliche Sachen machen. Wenn ein Telefon gekoppelt wäre, könnte ich an der Stelle die letzten Anrufe auswählen, schauen, wer mich angerufen hat, solche Themen. So, dann habt ihr auf der rechten Seite auch eine Taste, die nennt sich View-Taste, steht dort drauf. Wir springen mal für dieses Beispiel in die Navi-Ansicht, dann sieht man das ganz gut, was ich damit machen kann. Wenn ich die View-Taste jetzt drücke, habe ich mir die Möglichkeit, das Layout anzupassen. Momentan sehen wir die Rundinstrumente. Wenn ich nun einmal auf die View-Taste drücke, dann sehe ich, dass die Rundinstrumente komplett verschwinden und ich habe zum Beispiel in diesem Moment die große Navi-Ansicht vor mir. Drücke ich nochmal auf die View-Taste, bekomme ich so eine Art Nebenanzeigen hier in einer anderen Art und Weise dargestellt. Genau, in dem Fall zum Beispiel das Thema Radiosender, Restreichweite, wie viele Stunden ich schon ab Tanken gefahren bin, welchen Durchschnittsverbrauch ich hatte. Und wenn ich das dritte Mal die View-Taste drücke, komme ich wieder zu den Rundinstrumenten zurück. Jetzt ist es so, wenn ich mir hier einen speziellen View ausgewählt habe, kann ich trotzdem noch in der Mitte über links rechts, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, mir die Kontexte auswählen. So, gehen wir jetzt hier zum Beispiel mal auf das Thema Audio, dann sehe ich ganz schön präsent in der Mitte meine Audioinformation. Alles andere ist beruhigt, die Geschwindigkeit hat sich nach unten abgelegt, ich habe also eine beruhigte Ansicht. Jetzt ist es so, ihr habt das schon gesehen, wenn ich die Rundinstrumente das nächste Mal aufschalte, dass auch dort Informationen stehen. Links steht momentan mein Verbrauch ab Tanken, 6,6 Liter, rechts
meine verbleibende Restfahrstrecke, die ich mit dem Tankvolumen fahren kann, 85 Kilometer. Auch diese Inhalte lassen sich konfigurieren. Wie mache ich das? Das kann ich über das Infotainment-System in der Mitte des Fahrzeugs machen. Ich zeige euch gleich mal ein paar Bilder, blende euch die ein, wie ihr an diese Stelle reinkommt. Und zwar müsst ihr dafür zum Beispiel einmal auf Menü drücken, dann auf Fahrzeug und dann kommt ihr in ein Screen, wo unten links Auswahl steht. Und da kann ich dann zum Beispiel das digitale Cockpit auswählen und komme in diese Ansicht. Jetzt seht ihr in dieser Ansicht, ich habe so, naja, schematisch dargestellt auch wieder das, was ich im Kombi-Instrument sehe. Jetzt habe ich die Möglichkeit, erstmal grundsätzlich eine klassische Ansicht zu wählen, hier in der Mitte. Wenn ich zum Beispiel auf Classic drücke, dann seht ihr das im Kombi-Instrument, dann wird der links, da erscheint die Gangwahlstufe, also der gewählte Gang, den ich fahre, und rechts die Geschwindigkeit. Der ist immer fest, den kann ich nicht ändern. Dann gibt es hier aber Ansicht 1, 2, 3. Und ihr seht schon, je nachdem, welche ich drücke, verändern sich auch die Inhalte in meinem Kombi-Instrument. Wenn ich jetzt auf Ansicht 3 gehe, dann sehe ich zum Beispiel links den Radiosender und rechts die Restreichweite. Wenn mir diese Ansichten, die hier eventuell vorab gelegt sind, ab Werk nicht ausreichen, dann kann ich über diese schematischen Tuben, die ihr links und rechts in diesem Bild seht, mir die Ansichten ändern. Das heißt, wenn ich jetzt die Tuben zum Beispiel nach unten wische, verändert sich auf der linken Seite ein Inhalt. Und das gleiche kann ich für die rechte Seite auch machen. Ja, gibt es verschiedene Informationen wieder zum Thema Fahrerassistenz, zum Thema Fahrzeit, zum Thema, wie viel gefahrene Kilometer habe ich und halt auch wieder für den Verbrauch. Das gleiche kann ich auf der rechten Seite auch machen. Wenn ich mir diese Inhalte dann abspeichern möchte, dann kann ich zum Beispiel lang auf Ansicht 1 drücken und dann speichert er mir diesen Inhalt für die Ansicht 1 ab. Wenn ich dann was anderes haben möchte, kann ich diesen Inhalt lang auf Ansicht 2 speichern, indem ich dort einen Longpress drauf mache. Ich habe also somit die Möglichkeit, mir das Kombi-Instrument frei zu konfigurieren. Wenn ich nun unterwegs bin und schnell auf diese Ansichten, die ich mir gerade abgespeichert habe, zugreifen möchte, dann muss ich nicht unbedingt den Umweg über das Infotainment-System in der Mitte des Fahrzeugs gehen. Ich kann auch einmal lang auf die View-Taste auf dem Lenkrad drücken, die wir vorhin zum Durchschalten der einzelnen Informationen genommen haben. Wenn ich dort einmal lang drauf drücke, dann seht ihr hier wieder Classic Ansicht 1, Ansicht 2, Ansicht 3. Und es passiert genau das, was wir jetzt erwarten würden, wenn ich auf Classic 1 drücke, auf Classic. Dann packt er mir rechts die Geschwindigkeit, links die Ganganzeige hin und je nachdem, was ich mir dann auf Ansicht 1, 2, 3 gelegt habe, die Informationen, die dazugehören. So, ihr seht also, das Kombi-Instrument ist in Summe richtig gut konfigurierbar. Ihr könnt das so nach euren Wünschen einstellen, wie ihr es braucht und dann so durch die Gegend fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen.